So, hallo. Also bei manchen Sangha-Fahrern, ne, da muss ich ja echt sagen, ja, also, da fehlen mir die Worte. Kommt also gerade einer von hinten angefahren an die Kreuzung da unten und die Autobahn also an der Kreuzung gestanden und haben auf Grün gewartet. Da kommt er von hinten angefahren mit Blaulicht und da düder da und fängt an zu hupen wie ein Verrückter. Ne. Ja, wo wollten denn die Leute hin? Ne? Jetzt sind sie alle in die Kreuzung reingefahren und er hat Dauerhupen gemacht, also so lang, bis alle in die Kreuzung reingefahren waren. Und also, da hätte er ja auf die andere Seite auch überfahren können, auf die Gegenfahrbahn, ne, wenn es gar nicht gegangen ist. Aber das war so verstopft, ne, und er war hart auf seine Gasse beharrt. Also da muss ich langsam auch sagen, ne, also Leute, eure Rettungswagenfahrer, ihr müsst halt auch mal euer Gehirn ein wenig einschalten. Ne. Wo wollten denn die Leute hin? Ne? Ist ja nicht gegangen. Und dann muss der Lama mitdenken und auf die andere Seite überfahren. Und nicht mit dem Daumen auf die Hupe drauf, so lange bis nichts mehr geht. Ne? Also Leute, da habe ich kein Verständnis dafür. Ne? Ich bin früher auch Blaulicht gefahren, aber sowas, wie ich jetzt gerade gesehen habe, das hat mich echt erschüttert.